Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen das Spiel Fly Corp. So ein bisschen ähnlich wie Mini Metro oder Mini Motorways, was wir letztes Mal gespielt haben, nur mit Flugzeugen. Auch ein sehr interessantes Spielkonzept. Ich habe gerade so ein Tutorial durchgespielt und sonst ist es für mich ganz neu. Und ich denke, wir starten einfach mal zusammen rein. Und ich glaube, es gefällt mir. Ich glaube, ich mag ja eh so Minispielchen. Hatten wir ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, Minispielchen, Mini-Metro oder Mini-Motorways. Und ich glaube, sowas machen wir öfter mal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich finde so minimalistische, nette kleine Spielchen doch mal ganz schön. So, wir starten den Modus alle Länder freischalten. Da muss man ein bestimmtes Land möglichst schnell freischalten und das Geld dafür haben. Und ich dachte, mit dem Modus fangen wir einfach mal an. Vielleicht spielen wir auch mal irgendwann Spiele ohne Limits, mal gucken. Aber ich dachte, wir fangen jetzt mal mit dem Alle-Länder-Freischalten-Modus an. Man kann auch Game Over geben, Stationen können auch überlaufen, aber das erkläre ich euch gleich alles. So, musst du alle 6 Minuten ein neues Land freischalten. Machen wir. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir starten in Deutschland. Sehr gut. Wir haben 250 Dollar. Vermutlich mal, kann man das auf 1 Million hochrechnen, 250 Millionen. So ein Flugzeug, eine Fluggesellschaft ist relativ teuer, glaube ich, zu handeln. Wir fangen mal an mit Berlin-Köln als Verbindung. Ja, dann Hamburg-Berlin. Wie viel haben wir denn? 105. Wie viel stehen in Stuttgart? Die dürfen uns natürlich nicht überlaufen, die Flughäfen. Hamburg sind auch, alle wollen nach Köln. Die Frage ist, ob wir jetzt Köln so verbinden, ne? Ich hätte jetzt gesagt, Hamburg mit Berlin und Stuttgart mit Köln. Dann steigen die halt um, aber ist jetzt auch nicht so wild, ehrlich gesagt. Womit fangen wir denn an? Wir fangen mal mit Stuttgart-Köln an, ja. Als weitere Verbindung. Aufgabe ist, Schweden freizuschalten in unter 5 Minuten. Ich glaube, 300 brauchen wir dafür. 300, ja. Das passt. Dann würde ich sagen, lassen wir sie erstmal ein bisschen fliegen. Wir schalten schon mal ein bisschen schneller. Man kann, derzeit das Spiel noch erklären. Man kann auch Flugzeuge verbessern, auf ein Flugzeug draufklicken. Man kann Linien verkaufen und neue Flugzeuge dafür kaufen, das geht auch. Man sieht, glaube ich, an den Farbe des Flugzeugs, wie viele Leute da drin sind. 9 von 7 von 20, ja okay, das ist in Ordnung. Wie viel hat Hamburg? Die dürfen ja nicht volllaufen. Das hier ist der, dann läuft es voll, also 13 von 50. Irgendwann müssten wir natürlich auch mal den Hamburger Flughafen anbinden. Wie viel haben wir, wie viel Geld brauchen wir denn dafür? 76, ja okay. Wir schalten mal trotzdem ein bisschen schneller. Also man kann einiges machen. Es ist wie Minimetro so ein bisschen, dass Stationen vorlaufen. Aber so ein bisschen mehr noch als Minimetro. Also ganz so minimalistisch ist es nicht. Oder Mini-Motorways, was wir das letzte Mal gespielt haben. Haben wir ja beide schon gespielt auf dem Kanal. Minimetro ist ein bisschen her, als ich es gespielt habe. Könnte man auch mal wieder machen. Da gibt es nämlich einige neue Level. Unsere PR-Experten raten uns zu einer massiven Werbekampagne mit Ausgaben in der Höhe von 160. Laut ihrer Prognosen könnten wir den Ticketspreis eine Woche erhöhen, ohne dass die Nachfrage sinkt. Machen wir das? Können wir den 160 ausgeben? Wir haben nur 65. Machen wir ja. Och, es gibt Minus. Ich wollte wissen, ob es Minus gibt. Frankfurt. Ja, das wäre ja eigentlich so der Knoten, ne? Wenn man es in Realität nachbauen wollte, müssten wir alles Richtung Frankfurt schicken. Ihre Kampagne war erfolgreich, der Ticketpreis hat sich verdoppelt. Die Anzahl der Passagiere ist unverändert geblieben. Den Prognosen zufolge werden wir den Preis eine Woche lang beibehalten können. Okay, dann wollen wir ein bisschen mehr Geld verdienen. Da sind aber einige. Frankfurt ist relativ groß. Man sieht schon, da läuft schon relativ schnell vor. Ich überlege. Frankfurt-Köln. Wollen wir mal Köln als unser Drehkreuz machen? Ja, ne? Machen wir hier bei uns erstmal Köln unser Drehkreuz. Wie sieht Köln aus? Müssen wir das schon ausbessern? Nee, 550. Alles gut noch. Frankfurt-Köln ist natürlich jetzt so eine wirkliche Verbindung. Da kriege ich noch Ärger mit Fridays for Future für diese Kurzstreckenverbindung hier. Das fährt mal mit dem Zug. Das ist eigentlich ein Zugkanal. Vielleicht ist das auch in 50 Jahren, da hat man Elektroflugzeuge. So, neueste Nachrichten. Berlin ist fast voll. Oh. Fast voll? Oh. Gut, das war ein bisschen schnell gescheitert. Ja, das war ein kleiner Versuch. Habe ich jetzt gar nicht so darauf geachtet, dass wir ja dann schon rausfliegen. Okay, wir starten nochmal neu. Ihr kennt es ja bei mir. Der erste Versuch ist immer... Die Generalprobe geht immer in die Hose, ne? Das ist eigentlich so ein gutes Zeichen. Vielleicht läuft es ja jetzt ein bisschen besser. Sollten wir es schaffen, noch 5 Minuten zu scheitern. Aber ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass wir ja auf schnell geschaltet haben. Österreich, dieses Freischalten. Ja, dann ist wenigstens näher dran. So. Ja, wir machen mal Stuttgart. Diesmal können wir auch Frankfurt als Knoten einsetzen. Okay, machen wir schneller trotzdem. Zack. Ich würde die gerne erstmal die ganzen deutschen Städte hier verbinden. Ja. Dann haben wir das.
Und dann würde ich jetzt auf die 200 sparen. Wir hätten, glaube ich, diese Kampagne letztes Mal nicht machen sollen. Ich meine, die hat uns ordentlich Geld eingebracht. Ich weiß gar nicht, vielleicht hatten wir sogar 300. Ich glaube nicht. Aber das geht natürlich relativ schnell, dass die Zeit dann runtergeht. 300 brauchen wir, wie gesagt, fürs Land. Ich denke mal, in Österreich haben wir dann auch erstmal nur Wien anzubinden. Und dann machen wir es wirklich an Frankfurt. Machen wir es mal realistisch in Frankfurt für unser Knoten. Ne? Würde ich sagen. Vielleicht können wir Hamburg und Frankfurt auch später noch verbinden. Ist jetzt nicht unbedingt nötig. Berlin. Es läuft doch nicht voll. Ein populärer Stadtblogger hat einen Videobericht über den Flughafen der Stadt Frankfurt am Main veröffentlicht. Jetzt kommen viele Passagiere, um sich den Flughafen mit eigenen Augen anzuschauen. Die Zahl der Passagiere in Frankfurt am Main ist um 50% gestiegen. Sehr schön. Düsseldorf ist angekommen. 300 brauchen wir. Ein bisschen brauchen wir noch. Was ist das hier eigentlich? Stadtverkehr zugenommen. Ah, okay, das ist jetzt das. 2 Minuten haben wir noch, um die 300 zu verdienen. Ich hoffe, das schaffen wir. Ja, das sollte doch gehen, oder? Ja, komm. Ja, freischalten. Sehr gut. Dann, wir hatten gesagt, Frankfurt ist unser Drehkreuz. Also Wien mit Frankfurt verbinden für 190. Und wie viel kostet Düsseldorf? 59, okay. Wir warten mal ganz kurz auf... ja, auf Geld, ne? Weil so wirklich voran geht's gerade nicht. Wollen wir erstmal Düsseldorf anbinden oder Wien? Wie voll ist Wien? Berlin läuft fast voll. Oh, wirklich so voll gewesen gerade? Das kann natürlich sein. Die Frage ist, Düsseldorf. Ja, Düsseldorf müssten wir an Berlin anbinden. Wir binden das mal an. Erstmal so an. Das Problem ist, eigentlich müssten wir auch Wien anbinden. Können wir vergrößern? Ja, können wir. Ja, gut. Jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr für Wien und für München. Das ist aber alles hier kompliziert. Ja, der Berlin läuft voll. Ja, dann beeilt euch mal, liebe Flieger. Ich hoffe, das schaffen die noch. Das schafft ihr niemals. Schade. Berlin ist voll. Ist voll ausgelacht. Achtet auf die Zahl der Passagiere. Ist gar nicht so leicht, ne? Gar nicht so leicht. Ja, das war die zweite Runde. Aber mit der dritten, ich will mit der dritten ein bisschen erfolgreicher sein, eigentlich. So, wir machen erstmal Berlin-Frankfurt. Aber ich wüsste auch nicht, was wir besser machen können, ehrlich gesagt. Das ist schon relativ schwer am Anfang, ne? Niederlande ist unser nächstes Ziel. 300. Vielleicht aufpassen, dass wir schon direkt mehr Flieger kaufen oder dass direkt nicht alle Städte miteinander verbinden, aber hätte ich jetzt gedacht, schon. Oder es ist gar nicht so schlau, einen Knoten zu haben. Aber ich hätte gedacht, ein Knotenflughafen ist doch eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Ja, oder wir machen das so falsch, dass wir immer so anbinden. Wir sollten nach Frankfurt direkt und Frankfurt direkt ausbauen, oder? Das haben wir natürlich wieder, das ist auch wieder sehr schlau gewesen, genauso zu machen wie letztes Mal, wo es nicht funktioniert hat. Egal, wir warten jetzt mal auf die 300. Kaufen uns dann Niederlande, machen dann Frankfurt zum Knoten und würden eventuell Hamburg dann nochmal mit Frankfurt verbinden für 123. Ne, wir warten jetzt erstmal auf Hamburg, ist in den nächsten Tagen Gastgeber einer Flugschau. Die PR-Abteilung schlägt davor. Ne, wir geben jetzt kein Geld aus. Düsseldorf kommt rein. 250, ja, ich will auf die 300 erstmal hoch, um Niederlande uns zu holen. So, können die jetzt mal bitte. 300, perfekt. So, Frankfurt ist Knoten. 117, ja, das warten wir jetzt nochmal kurz. Oder wir machen das so, dass wir die verbinden und Hamburg dann nochmal mit Düsseldorf. Nee, Hamburg mit Amsterdam, würde ich sagen. Hamburg, Amsterdam und dann die beiden noch nach Frankfurt schicken. So, aber... Oder wir verbinden erstmal Hamburg mit... Nachricht Berlin ist fast voll, ja, okay. Natürlich nicht so gut, aber ich kann auch gerade, wie viel hat das gekostet? 117, jetzt kaufen wir erstmal nach Frankfurt. Wie viel kostet nach Hamburg? 118. Wie voll ist Düsseldorf? Düsseldorf kriegt dann so neue Flugzeuge, München, sehr gut. Oh, Berlin ist voll, Berlin wollte ich aber eigentlich nicht ausbauen, sehr gut. Jetzt ist es immer noch fast voll, aber ja, und ist wieder fast voll, weil jetzt okay, jetzt ist das Flugzeug aber wieder voll. Ja, es ist gar nicht so leicht. 137, einmal stoppen. Oh, man darf nicht stoppen in dem Sinne. Okay, das ist interessant. Dann nach wie? 59, ne? Ja, ich kann es gerade nicht ändern. Komm, Flugzeug. Ja, danke. Er hat es mir noch ein bisschen den Hintern gerettet gerade. Jetzt brauche ich mal eben 100 oder was auch immer das kostet. Nee, das jetzt müsste ich schaffen. Nach Frankfurt hatten wir gesagt. Ja, Berlin ist mir gerade völlig Latte. Ich will jetzt hier das Geld ausgeben. Dankeschön. Ist wirklich nicht so leicht, ne? Frankfurt würde ich gerne ausbauen, ehrlich gesagt, zum Knoten. Aber das gehört ein bisschen. Ja, und Frankfurt ist voll, das war mir fast klar.
Jetzt Frankfurt wird der neue Knoten. Ja, dann lass mich doch mal Frankfurt ausbauen. Dieses nervige Kameragewackel geht mir auf den Geist. Dass er da immer so hinspringt. Kann man das bestimmt noch ausschalten nachher irgendwo in den Einstellungen. Das nervt mich ein bisschen. Gut, also das Netz scheint einigermaßen zu funktionieren. Ich würde München nochmal nach Frankfurt verbinden. Wie voll ist Frankfurt? 100 dürfen die jetzt haben. Berlin ist auch schon wieder fast voll. Machen wir Berlin, bauen wir auch noch aus. Eigentlich wollte ich München erstmal an Frankfurt anbinden. So. Düsseldorf ist ja nur an Frankfurt angebunden, das ist natürlich nicht so. Aber Düsseldorf ist auch... Ich frage mich auch, ob das nach Größe der Städte geht. Informationen? Was ist denn Informationen? Nee, Strecke. Ah, gut, wo die Strecke ist. Frankfurt ist fast voll. Ist fast voll und muss sofort verbessert werden. Ja, ich wollte erstmal München eigentlich mit Frankfurt noch anbinden. So, 98. Und dann müssen wir wahrscheinlich Frankfurt noch weiter ausbauen als Knoten. Als wichtigster Knoten. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Wie viel haben wir denn noch? Weiter ausgebaut. Wir brauchen auch wieder 300, um Luxemburg freizuschalten. 321. Puh, ja, da müssen wir mal hoffen, dass wir die 321 noch verdienen. Und wir haben wieder 200 für wohltätige Einrichtungen zu streng sind. Also, dass dadurch der Ruf verbessert wird in der Zeit. Nee. Saarbrücken. Wir warten erstmal auf die 300 und. Gucken wir, ob vorher noch irgendwas passiert. Ja, jetzt haben wir es. Luxemburg freischalten. Genau, Luxemburg nach Frankfurt. Jetzt machen wir Frankfurt wirklich voll zum Knoten, aber das ist ja schon 200, glaube ich, ne? So, wie viel hatten wir? 67, ja, Saarbrücken noch nach Frankfurt. Vereinigtes Königreich wollen sie als nächstes. Gut. Das wäre natürlich ein größeres Land, da haben wir dann wahrscheinlich auch wieder viele Verbindungen, die wir machen müssen. Frankfurt ist unser Knoten. Haben wir gesagt, passiert auch so. Ich hoffe, der läuft nicht über, aber nach Frankfurt wechseln halt alle ihre Richtungen. Es ist halt einigermaßen realistisch, würde ich sogar sagen, vom Netz her. Berlin läuft schon wieder voll. Warum läuft Berlin schon wieder voll? Ach, gut. Wie viel haben wir denn? Wie viel kostet Berlin? 200. Ja, schnell. Ja, kann ich nichts machen. Schade. Es lief gerade ganz gut. Es lief gerade ganz gut. Eine Runde mache ich noch. Dann wird die Folge... Ich wollte eigentlich so 15 Minuten Folgen machen. Aber kann natürlich sein, dass die erste Folge auch ein bisschen länger wird. Das müssen wir sehen. Wir probieren das aber nochmal. So, diesmal mache ich es anders. Diesmal verbinde ich alles direkt nach Frankfurt. Frankfurt ist unser Klo. So. Schneller. 129 hätte er auch ganz gerne an Geld jetzt so langsam mal. Welches Land brauchen wir denn? Luxemburg, ja gut. Der große Vorteil ist bei Luxemburg, da haben wir nicht das Problem, dass da zu viele Flughäfen entstehen. Das ist nicht das Problem. So. 98. 129 brauchen wir. Mal gucken, ob es mit einem Knoten vielleicht sogar besser läuft, dass wir den halt wirklich voll ausbauen. Ich fand das letzte Mal gar nicht so schlecht, dass wir so Frankfurt als Knoten hatten. So, können wir jetzt, bitte mal. 129, ja, dankeschön. Die Regierung hat vor Deutschland den Zuschuss für die Entwicklung des Verkehrsnetzes in Höhe von 200 gewährt. Oh, Alter. Münster, Magdeburg, Freiburg. Kleinflughäfen haben wir jetzt relativ viel. Gut, wir würden erstmal Frankfurt Dings freischalten. Ja, genau. Oh, jetzt müssen wir aber gleich mal aufpassen, dass wir alles verbunden kriegen nach Frankfurt. Ich muss erstmal Frankfurt ausbauen, würde ich fast sagen. 100, wie viel haben wir denn? 100, ja. Und dann müssten wir gucken, dass wir die ganzen anderen Städte angebunden kriegen. Wir haben relativ viele Städte jetzt bekommen. 65, ne, ein bisschen brauchen wir noch. Ja, erstmal Luxemburg, jo. Alles nach Frankfurt ist jetzt mein Ziel. Das Gute ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wie viel kostet denn Freiburg anzubinden? 75? Wie viel kostet Münster anzubinden? 71? Magdeburg 99? Vielleicht Magdeburg tatsächlich an Berlin anbinden. Für 38, dann machen wir erstmal. So, 52, was hat man gesagt? 70 irgendwas rum, ne? Berlin läuft schon wieder voll. Ah, gut, jetzt nicht mehr. Dann müssen wir Berlin erstmal ausbauen. Hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. So, vielleicht müssen wir das sogar verbessern, das Flugzeug, weil das jetzt zwei Stationen angebunden hat.
Jetzt läuft Berlin wahrscheinlich gleich wieder voll. Oder? Nein, noch nicht. Köln? Ja, wir haben so viele Städte, die sich jetzt gerade entwickeln. Dänemark sollen wir freischalten. Spiel ist gar nicht so leicht. So, jetzt wenn Berlin ankommt, wenn der Berlin ankommt, ist Berlin wieder voll. Dann meckert er wieder. Ja, jetzt ist Berlin aber nicht mehr voll. Ich hasse dieses Hin- und Hergespiel mit der Kamera. Das nervt mich nicht. Ja, das war jetzt aber doof, dass der Flieger sich einfach nicht vollgeladen hat. Dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Gut, das war die erste Folge. Da passt das mit der Viertelstunde doch ganz gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, ob wir uns in der nächsten Folge ein bisschen besser anstellen. Ich muss so ein bisschen noch rauskriegen, wie es funktioniert. Also ich glaube, es hat auch sehr viel mit Glück zu tun. Aber Spaß machen macht das schon. Auch wenn ich es nicht kann. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.